Herzlich willkommen, Carsten Henn oder Carsten Sebastian Henn, wie ist es dir lieber? Nee, Claude, Carsten ist wunderbar. Ich meine, das sind meine beiden Vornamen, aber niemand sagt Carsten Sebastian. Auch der Außer laut deiner der Mutter, wenn du Fetzenwerk. was ausgefressen hast früher, oder? Ja, das stimmt. Dann hast du tatsächlich Carsten Sebastian Henn sogar gesagt. Also mit dem Nachnamen, dann war echt Holland in Not. Okay, aber du hast dann irgendwann, als du deine Schriftstellerkarriere gestartet hast, entschieden, der zweite Vorname muss dazu, weil es schlauer klingt, oder warum? Ja, der Grund war eigentlich, dass meine Eltern, jeder Teil hat einen Namen gewählt. Also meine Mutter hat Carsten gewählt und mein Vater hat Sebastian gewählt. Und es war eher, dass ich zeigen wollte, ne, also für beide, dass ich die Namen benutze, weil ich es auch beide schön finde. Heutzutage denke ich manchmal, ist es eher ein Problem, dass es so ein bisschen abgehoben klingt, ne, so wie Johann Sebastian Bach oder so. Und wahrscheinlich wäre so eine Verknappung besser gewesen, aber jetzt ist es etabliert und jetzt bleibt es auch dabei. Ja, Johann Sebastian Bach war ja auch ein Populärmusiker seiner Zeit. Also, ich finde Stimmt das so überhaupt aus. nicht abgehoben. Das ist schon in Ordnung. Also, du bist Schriftsteller, für diejenigen, die es nicht wissen. Du schreibst Kriminalromane, also so viel zum Thema Leute ermorden und danach das Verbrechen aufklären. Das Ganze ist natürlich fiktiv. Und dein aktuelles Werk, das zeigen wir mal gerade. Das ist unser erstes Bild. Heißt der Gin des Lebens. Also das klingt schon ziemlich alkoholschwanger. Worum geht's? Ja, es ist hochalkoholisch. Es geht um um Bene Lerchenfeld aus Merdinger am Kaiserstuhl und der hat eine Flasche von seinem Vater geschenkt bekommen. Das ist die einzige Flasche Gin, die der jemals destilliert hat. Der Vater ist mittlerweile tot und er findet plötzlich raus, dass dieser Gin unfassbar gut ist. Er hat aber keine Rezeptur und deswegen muss er sich jetzt auf die Suche nach der Rezeptur machen und die Spur führt ihn nach Plymouth, nach Südengland, Plymouth. wo er Plymouth, ja, es ist, also ich habe Plymouth. das auch als Hörbuch eingesprochen und Der man sollte schnippt. keine Namen nehmen mit TH. Und die Ja. Hauptfigur weibliche heißt auch noch Cathy. Also ich hatte dann Cathy aus Plymouth statt vielleicht Linda aus London. Ja. Und das beim Hörbuch, das 10 Stunden eingelesen werden muss. Man kann sich auch selber ins Knie schießen, ne? Ja, doch, doch, ich lerne immer Well wieder was done. aus den Büchern. Und er trifft doch Cathy Callahan und auch die ist auf der Suche nach einer perfekten Rezeptur ihres Vaters. Und zwischen den beiden entwickelt sich was, sowohl was das kriminelle Motiv betrifft, wie auch was so das Motiv des Herzens angeht. Und der Hintergedanke war, dass Gin eine Frage der Rezeptur ist. Also die Frage, was gehört rein, damit es gelingt? Und bei Bene ist die Frage, was gehört in sein Leben, damit es gelingt? Was sind so die Anteile, die er braucht? Wann ist es in der Balance? Und das ist so die Reise, die er macht. Also einerseits die Reise zum perfekten Gin, die Reise zum perfekten Mix seines Lebens, aber auch die Aufklärung von gleich mehrerer Morde, die geschehen sind. Wow. Und das Ganze in wie vielen Seiten? Gut, das ist eine gute Frage. Ich glaube 300, jetzt gucke ich mal nach. 330 oder sowas. Wobei es sind auch noch Rezepte drin und so ein Glossar. Guck, 335 Seiten sind es, ganz genau. Mit Und allem, mit vorne, hinten mit und in allem. der Mitte und mehreren blutigen Morden. Wie ist dir das eingefallen? Das frage ich mich bei jedem, der eine Geschichte erfinden kann. Wie ist dir dieses Buch eingefallen? Oder wie kam dir die Idee? Oder wie kommen dir grundsätzlich die Ideen? Denn du bist ja schon über 30 Bücher alt. Also du hast ja nicht nur Ja, dieses eine Buch geschrieben. das klingt schrecklich, über 30 Bücher alt. Komm, du bist in der Ja, also Blüte es, deiner Jahre. als Schriftsteller, ja, glaube ich, geht das, ja. Ich glaube, es ist ein Handwerk, dass man lernt und nach einiger Zeit alles, was man sieht oder hört, denkt man direkt, wie kann man das Ganze literarisch umsetzen. Ich sammle auch ständig Ideen. Ich habe eigentlich mittlerweile Ideen für 5, 6 Bücher, die ich gerne direkt schreiben würde, aber ich kann immer nur eins schreiben. Und beim Gin ist es so gewesen, dass ich mich einfach in das Getränk total verliebt habe. Also es fing an mit Gin Tonic und dann wollte ich wissen, warum schmeckt das so großartig? Was ist da drin? Was gibt es für Unterschiede? Und dann habe ich angefangen, ernsthaft zu trinken, also die ganzen Ups. Sorten und pur und immer wenn ich sowas habe, will ich dann auch einen Roman drüber schreiben, weil das ist für mich eigentlich immer die Form, richtig in die Tiefe zu gehen. Dann kannst du zu einem Brenner gehen und kannst sagen, ich schreibe einen Krimi drüber, erzähl doch mal was. Erzähl doch mal, was wirklich los ist und was so die Geheimnisse sind, die du deinen Kunden nicht erzählst und dann brennst du mit denen was. Oder beim Kaffeekrimi habe ich eine Barista-Ausbildung gemacht und es ermöglicht einem, wirklich Türen zu öffnen und in so ein Thema wirklich sich hinein zu versenken. Und das war bei Gin auch der Fall.
Das klingt ja so ähnlich wie wenn man Schauspieler ist und irgendwas lernen darf nebenbei, damit man seine Rolle gut spielen kann. In dem Fall, du darfst also wirklich eintauchen in ein Metier deiner Wahl und die Leute sagen auch, ja klar, kein Problem, komm vorbei, wir sagen dir, wie das funktioniert. Ist das wirklich so? Erstaunlicherweise ja, es ist genau so. Also ich habe beim letzten Café bin ich nach Triest gefahren, da ist ja Illy und ich wollte unbedingt deren, ihre Anlage sehen, weil ich wusste, das brauche ich als Schauplatz. Und dann habe ich Warte mal gesagt, ich schreibe kurz, einen Krimi. wer oder was ist Illy? Illy ist ein großer Oh, Kaffeeproduzent Entschuldigung, ja, ich liebe aus Kaffee, aber Italien. ich kenne mich nicht aus. Die sind in Triest wirklich extrem angesehen. Und ich habe dann gesagt, ich brauche einen Platz für meine Leiche. Kann ich zu euch kommen und gucken? Und dann sagten Was? die, ja, klar, kommen Sie gerne. Eins als und null, hallo? es hätte auch anders laufen können, aber in meisten Fällen, dann sage ich immer, gucken Sie hier, es gibt eine Autoren-Homepage. Ich bin kein Spinner, aber die waren direkt bereit und haben halt gesagt, ja, gar kein Problem, zeigen wir Ihnen gerne. Und haben mich auch wirklich eine Tour gegeben, die auch an Orte ging, die normalerweise man als Tourist eben nicht zu sehen bekommt. Also, du gehst durch die Welt, du sammelst Ideen und wo sammelst du die? Hast du da so ein Buch, wo du das reinschreibst oder tippst du es in dein Handy oder wo landen die Ideen Überall. oder Echt überall. Es überall? gibt Zettel, es ist in Chaos. meinem Handy, es ist auf meinem Notebook, es ist totales Chaos. Und wenn ich Okay. Glück habe, finde ich es wieder. Dann ist die Anschlussfrage eigentlich eine, die jetzt schon fast gar keinen Sinn mehr macht. Was ist anstrengender, die Ideen zu haben oder die Bücher zu schreiben? Die Grundideen zu haben ist einfach, aber die Ideen dann auszuarbeiten ist wahnsinnig schwierig. Also, weil ich finde, bei einem Krimi hat man das Spiel mit dem Leser. Ich will ja den Leser, weil es ein klassischer Whodunit ist, auf die falsche Fährte locken. Und wenn du das machst, musst du immer gucken, okay, welche Spur lege ich hier, welche Spur lege ich hier. Dann darf dann natürlich die Auflösung nicht zu früh kommen. Sie muss aber logisch sein. Das ist ein sehr, sehr komplexes Gewirr. Und trotzdem muss es schlüssig wirken, sodass der Leser zum Schluss sagt, ey, das ist der Mörder. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Aber er darf eigentlich nicht drauf kommen, weil man es so verstecken muss, dass man ihn eben ablenkt. Das heißt, man denkt immer an den Leser dabei und das ist wahnsinnig komplex, so ein Buch zu plotten. Und wenn man es einmal geplottet hat, ist das Schreiben eigentlich dann die einfachere Sache von den beiden und auch die vielleicht auch sogar mehr Freude macht. Aber es braucht bei einem Krimi beides. Beim Liebesroman ist es anders. Also die Disziplinaufgabe für dich ist, dich hinzusetzen und am Reißbrett die Geschichte zu entwerfen. Ja, ganz Okay. genau. Und das Schreiben an sich, hast du dann einen geregelten Tagesablauf oder schreibst du das in einem runter und sagst, ich bin jetzt erstmal 3 Wochen nicht ansprechbar, bringt mir kurz mal Essen und was zu trinken vorbei, aber Schön wäre es, ansonsten wenn ich da die lass mich Leute in für Ruhe, hätte. das Genie ist am Werk. Hast du nicht? Ja, das wäre Ja. traumhaft. Ich weiß, dass Mann damals, also Thomas Mann, hatte immer feste Zeiten, hat sich dann in sein Büro begeben und die Kinder durften ihn nicht stören. Also meine Kinder sind bei weitem nicht so diszipliniert, meine Katzen auch nicht. 3 Wochen am Wo ist Stück die sind Katze? Eben völlig war sie noch da. undenkbar. Eben war sie noch da, jetzt hat sie sich hingelegt und schläft. Ich schreibe, also früher habe ich nachts geschrieben, zwischen 12 und 4 Uhr morgens. Das war meine Schreibzeit, da hatte ich Ruhe. Heute schreibe ich eigentlich den ganzen Tag über und lasse mir aber dann auch Zeit, weil manchmal merkt man, es geht nicht weiter und es liegt immer daran, dass man irgendwas nicht völlig durchdacht hat. Und dann muss man drüber nachdenken, mal spazieren gehen, mal was im Fernsehen gucken, mal was anderes lesen. Und irgendwann löst sich dieser Knoten. Man braucht einfach sehr, sehr viel Zeit. Man darf sowas nicht hetzen. Aber man sollte jeden Tag schreiben, um einfach im Fluss zu bleiben und am Puls der Geschichte. Bist du manchmal von dir selber überrascht und den Verwicklungen, die dir so einfallen, wo du so denkst, wo kommt das jetzt her, aus welchem Winkel meines Ichs? Nee, ich glaube, das war vielleicht zu Beginn so, dass ich manchmal erschreckt war, was mir eingefallen ist. Und bei Familienmitgliedern kann manchmal vorkommen, dass sie sagen, wieso schreibst du sowas? Ne? Was geht in deinem Kopf vor? Aber ich glaube, man selber hat dann schon eine andere Distanz zu sich. Was es gibt manchmal ist, dass man denkt, eine Szene ist einem sehr gut gelungen oder man hatte einfach einen guten Flow. Aber das ist sehr selten, dass man das hat, dass man das erlebt. Das weiß ich auch von vielen Kolleginnen und Kollegen. Das ist so dieser Traumzustand, den man manchmal beim Schreiben hat. Aber der ist ein Geschenk, das man manchmal bekommt. Aber die meiste Zeit beim Romanschreiben ist es echt Arbeit. Ich weiß noch, dass ich wirklich entsetzt war, als ich dein Erstlingswerk las und du einen Dackel geschreddert hast. Das ist was, was ich dir niemals, niemals, Carsten, niemals verzeihen konnte,
bis heute. Ja. Bin ich traumatisiert. Also ich meine, Menschen, egal, aber der arme Hund, ja, ich bin erschüttert darüber bis heute. Gibt es schon mal einen Toten in einer deiner Geschichten, wo du denkst, oder gibt es irgendeine Art von Mord, wo du sagen würdest, so weit möchte ich nicht mal schriftlich gehen? Also der Hund war tatsächlich der, über den sich die meisten Leser beschwert haben. Dem ging es auch wie dir. Das Ja, macht man nicht. Menschen kann man auf schrecklich. die brutalste Art und Weise umbringen. Bei Tieren hört der Spaß dann auf. Ich habe, glaube ich, Ja. seitdem auch kein Tier mehr umgebracht. Das Gott war sei Dank, ich bin froh darüber, wirklich. der erste und einzige. Ja, es gibt Sachen, wo ich nicht hingehe als Autor. Also ich habe tatsächlich niemals, in meinen Romanen werden keine Kinder umgebracht. Das ist mir zu nah an meinen eigenen Kindern. Das kann ich nicht schreiben. Das ist ein Bereich, den ich bewusst ausspare. Nun schreibe ich ja auch Kriminalromane, die leicht humoristisch sind. Und ich glaube, wenn es dann ein Verbrechen wäre, das zu, ja, brutal ist das falsche Wort, aber vielleicht zu grausam wäre, die Gläser zu sehr durchschütteln würde, würden die nicht mehr funktionieren, die Romane. Weil es geht für mich immer um die Balance des Verbrechens, aber der Humor soll das ausbalancieren und das gute Essen natürlich, was immer lebensbejahend ist. Und deswegen schreibe ich auch diese kulinarischen Romane, weil ich finde, wir haben ja auch den Leichenschmaus, den machen wir nach der Beerdigung und dann essen wir, um zu sagen, wir leben noch und wir genießen das Leben und wir essen jetzt zusammen. Wir teilen das Brot und das finde ich in meinen Romanen ganz wichtig. Es gibt das Grausame, aber dann gibt es wieder das Essen und das Trinken und das sagt, wir feiern das Leben.